Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Super Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Heute eine Mega-News. Ihr könnt es kaum fassen, denke ich. Ich auch nicht, Leute. Und zwar sind alle Charaktere, die man spielen kann, in Super Mario Odyssey geleakt worden. Wenn es kein Fake ist, Leute, ich denke, es ist echt. Und zwar haben wir hier 10 spielbare Charaktere. Unter einem natürlich Mario, Luigi, Peach, Rosalina, Daisy, aber auch so welche wie Toad, Yoshi und sogar Donkey Kong, Wario und Bowser, Leute. Ich kann es kaum fassen. Wirklich, als ich das gesehen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, um zu sein, dass wir kein Waluigi hier haben. Aber Leute, wir haben einen Donkey Kong und einen Bowser als spielbaren Charakter, Leute. Könnt ihr das fassen? Und wir sehen, dass dieser Screenshot gemacht wurde hier in der Odyssey. Also kann man wahrscheinlich in der Odyssey auch den Charakter wechseln. Bis jetzt haben wir nur dieses eine Bild, Leute. Ich bin gespannt, bis wir endlich mal neues Gameplay kriegen von anderen Charakteren. Aber jeder einzelne Charakter wird seine eigene Fähigkeit haben. Das ist irgendwie klar für mich. Und ich freue mich einfach enorm auf die einzelnen Charaktere. Besonders auf Bowser und Donkey Kong. Wie soll das funktionieren, Leute? Wie soll man diese spielen können? Wie werden sie sich spielen im Spiel? Das Ding ist, Luigi kann man sich schon denken, der kann wieder ein bisschen höher springen, kann so ein bisschen flattern wie Yoshi. Wir kennen natürlich die Fähigkeiten von Luigi. Mit Peach, Daisy und Rosalina ist es, denke ich mal, auch so, dass sie so ein bisschen mit ihrem Kleid wieder gleiten können. Obwohl man hier sagen muss, bei Daisy ist gerade aktuell bei Super Mario Run ihre Fähigkeit, dass sie auch einen Doppelsprung mehr oder weniger ausführen kann. Wenn sie das auch hier ausführen kann, in Mario Odyssey, das ist natürlich extrem krass. Eine Frage stelle ich mir noch, ob Cappy auch eventuell dann bei denen auf dem Kopf sein wird. Das ist halt die große Frage, ob es Cappy dann zum Beispiel in die Krone, ins Diadem von Peach oder von den anderen spielbaren Charakteren oder eventuell in die Krawatte sogar von Donkey Kong. Ich weiß es nicht, Leute, wie es funktionieren soll. Oder ob Cappy einfach in der Mario-Mütze sozusagen auf den Köpfen der anderen Charakteren bleibt. Das wäre auch in Ordnung. Wäre ziemlich cool. Und damit haben wir auch die Bestätigung, dass es Yoshi gibt, Leute. Und nicht nur zum Reiten. Man kann Yoshi sogar richtig steuern, wie in Super Mario 64 DS, wie wir das da hatten. Und zwar denke ich, dass wirklich diese Insel unten bei Metro Kingdom Links, dass das wirklich ein Yoshi-Kopf sein soll und dass man ihn dort freischaltet. Donkey Kong natürlich in New Donk City. Und ich denke, dass an der Mondtheorie zu den Charakteren was dran ist. Denn es gibt eine Theorie, dass man die einzelnen Monde, wenn man die einzelnen Monde in einem Königreich sammelt, zum Beispiel alle grün jetzt im Sand Kingdom, dass man dann auch Luigi freischaltet eventuell. Dass das so gemacht ist einfach nach den Monden, wenn man in einem Königreich alle einsammelt, dass dann sozusagen der Charakter freischaltbar ist nach der Mondfarbe. Im New Donk City wären es ja die braunen Monde, die werden auch gleich passend zu Donkey Kong, die braunen Monde. Und im Cascade Königreich eventuell die gelben für Wario. Das würde auch passen zu ihm so ein bisschen. Natürlich haben wir noch gelb, rosa. Rosa hätten wir eventuell Seaside Kingdom für Peach. Das könnte man so sehen. Das ist eine gute Theorie, Leute. Ich hoffe, dieses Bild ist nicht fake. Ich habe es hier die ganze Zeit eingeblendet, das Bild mit den Charakteren. Das ist ein Bild von der Switch, wo Mario gerade in der Odyssee ist und dort alle spielbaren Charaktere auswählen kann. Also alle Charaktere, die er spielen kann letztendlich. Es ist ein bisschen komisch, Leute. Wie gesagt, das ist der Leak. Das gibt's für heute. Ich bin einfach richtig gehypt. Ich kann nicht mehr warten, Leute. 27.10. ist soweit. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Wer es noch nicht bestellt hat, bestellt's, Leute. Es wird das beste Spiel aller Zeiten. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.